Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier über Krisen und politische Ökonomie globaler Ungleichheit reden darf, zumal das ja gar keine so schwere Aufgabe ist. Wir haben hier gute Fortschritte erzielt, was die Analyse, was die Untersuchung globaler Ungleichheitsstrukturen angeht. Politische Lösungen zu finden für diese planetarischen Krisen ist viel, viel schwieriger. Und das heben wir uns vielleicht aus für die Schlussdiskussion. Aber meine Aufgabe sehe ich in diesem Fall als gar nicht so schwierig an. Ich starte mit guten Nachrichten, weil wir nämlich in der besten aller Welten leben. Sie sehen hier eine Grafik über die Reduktion der absoluten Ungleichheit, gemessen in 1,90 Dollar pro Tag, die Armutslinie, die globale, die wir hier haben. Und Sie sehen, wie großartig es uns gelungen ist, extreme Armut zu reduzieren. 1990 haben noch 45%, ich gebe es jetzt in Prozent an, Sie sehen die Millionen hier aufgelistet, 45% der Weltbevölkerung in absoluter, also extremer Armut gelebt. Heute sind wir bei 10,4%. Sie sehen diese unglaubliche Armutsreduktion, vor allem hier in Ostasien und Pazifik, klarerweise. Aber auch in Lateinamerika ging sie zurück und in Südasien, wenn Sie an Indien denken und die Nachbarländer, leider weniger Fortschritte im subsaharischen Afrika. Sehen Sie hier diesen blauen Balken. Wir haben natürlich regionale Rückschläge. Südafrika, Subsahara-Afrika ist so ein Punkt und die HIV-Krise. Auch in post-sowjetischen Ländern haben wir Einbrüche gehabt nach 1990. Aber dennoch, also wirklich eine Frohbotschaft. Die nächste Frohbotschaft betrifft die Lebenserwartung. Hier eine historische Aufnahme sozusagen. Und Sie sehen, wie steil es hier nach oben geht. In Indien ist das beispielsweise ein gewonnenes Leben. Also 1950 wurden in Indien Menschen durchschnittlich nur 35,2 Jahre alt. Heute stehen wir dort bei knapp 70 Jahren. Also ein unglaublicher, wenn man so will, zivilisatorischer Fortschritt. Und die letzte Folie, die Kindersterblichkeit. Auch hier sehen Sie den massiven Rückgang des roten Balkens, auch wieder eine historische Aufnahme. Ein ganz wichtiger Faktor, auch was das Bevölkerungswachstum betrifft. Gudrun Kramer hat uns in ihrem Auftaktreferat ja schon mitgeteilt, wie viele wir sind im Heimatland Erde. Wir werden allerdings nicht so schnell mehr wie prognostiziert in den 1990er Jahren. Also das Population Unit der Vereinten Nationen hat seine Prognosen laufend revidiert und dass wir jetzt nicht über 10 Millionen werden, sondern dass wir im Moment damit rechnen, dass wir in 25 Jahren nur so circa 8 Milliarden Menschen auf der Welt sein werden. Das liegt ganz stark eben an der sinkenden Kindersterblichkeit, die eben auch zum Rückgang der Fertilität führt. Also das sind wirklich super gute Nachrichten, weil Kindersterblichkeit, Lebenserwartung, das deutet eben hin, das sind die wichtigsten Gesundheitsindikatoren, die wir haben, dass die Menschen auf dieser Welt einfach besser leben. Jetzt werden Sie mich fragen, warum wurde ich hier eingeladen und was soll der Titel? Natürlich bleiben wir nicht bei diesen Hurra-Nachrichten stehen. Wir leben dennoch in einer vielfach gespaltenen und ungleichen Welt. Ich habe hier das Buchcover von Bob Sutcliffe, einem Ungleichheitsforscher, auf die Folie gepresst, der schon einige Zeit her, Anfang 2000, dieses Buch publiziert hat mit 100 Grafiken, unterschiedliche Arten, eine ungleiche Welt empirisch abzubilden. Ich werde Sie jetzt nicht mit 100 unterschiedlichen Arten der Ungleichheit beglücken, sondern werde mich auf 4 Felder konzentrieren in meinem Vortrag. Das ist zum einen, das sind die Spuren des Kolonialismus in der Gegenwart. Zum zweiten die internationale Arbeitsteilung, Einkommen und Vermögen und schließlich ein paar Blitzlichter auf die ungleiche Verteilung von Umweltgefahren und eben ökologische Ungleichheit auf diesem Planeten. Ich starte mit Postkolonialismus und 2 emblematischen Bildern dazu. Das ist ein Buch links, Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa. Ich selbst komme ja aus der kritischen
Entwicklungsforschung werde ich hier jetzt auch in diesem Vortrag mich auf diesen Korpus Theorie und Analysekorpus beziehen und eben auf die globale Ebene abheben. Dieses Buch ist unverändert aktuell. Ich habe das hier nur schlagwortartig auf die Folie geworfen, wirtschaftliche Ausbeutung und Abhängigkeit, das, was Sie wahrscheinlich mit Kolonialismus und Imperialismus in Verbindung bringen, also Plünderung, Zwangsarbeit, Versklavung. Wir haben Elemente davon auch in der Gegenwart. James Moore spricht von den Four Cheeps, die die reichen Länder immer noch absaugen aus den ehemals und teilweise ja immer noch im Kolonialstatus befindlichen armen Ländern, also die Four Cheeps, Energie, Arbeitskraft, Nahrungsmittel und Rohstoffe. Davon leben unsere reichen Ökonomien auch heute noch. Es gibt beträchtliche Übereinstimmung unter Sozial- und Wirtschaftshistorikerinnen, dass die heute reichen Länder sozusagen nicht nur auf dem Rücken der kolonisierten Gesellschaften, Bevölkerungen reich geworden sind, aber dass ehemals kolonisierte Länder große Schwierigkeiten haben, auch heute noch arm sind, vor allem vom Rohstoffexport einseitig abhängig sind, ist eine Tatsache. Das zweite Bild bezeichnet Othering, also Prozesse des Fremdmachens, ein Begriff von Edward Said, der eben diese zweigeteilte Weltsicht bebildert, zwischen wir und den anderen Unterschiede zu machen, zwischen the West and the Rest, zwischen dem eigenen und dem Fremden. Und Sie wissen, hier geht es um rassistische Abwertung, um eine Naturalisierung der Ungleichheit, also eine Spur des Kolonialismus in der Gegenwart ist Rassismus, der sich in der heutigen Arbeitsteilung auch bemerkbar macht, wenn Sie an migrantische Arbeit denken. Also diese Spaltung, dieses Fremdmachen der anderen, der Unterworfenen ist ein Herrschaftsinstrument, Arbeit zu verbilligen, andere abzuwerten und sich selbst als überlegen darzustellen. Ein Effekt des Kolonialismus, der eben auch heute, wenn wir unsere Gesellschaften anschauen, fortwirkt. Ein von mir sehr geschätzter peruanischer Soziologe Anibal Quijano macht in seinem Werk darauf aufmerksam, dass diese beiden Aspekte, also wirtschaftliche Ausbeutung und Abhängigkeit und Rassismus zusammenhängen, zusammengehören, zwei Seiten desselben sind. Kolonialismus hat überhaupt die Idee der Rasse in die Welt gebracht und eben dieser Rassismus ermöglicht eben auch die billige Aneignung von Natur, von Arbeitskraft in anderen Weltregionen und in unseren eigenen Gesellschaften. Ein wesentlicher Teil dieses Postkolonialismus ist die Frage, wer darf reisen, wer darf sich über Grenzen bewegen. Ich habe hier den Begriff von Stefan Lessinig aus seinem Buch Neben uns die Sintflut geborgt, nämlich Mobilitätsmonopole. Wenn wir auf eine globale Ebene wechseln, dann wird nämlich deutlich, dass nationalstaatliche Grenzen und Citizenship, Staatsbürgerschaft, zwar Gleichheit im Inneren schaffen, also man müsste eigentlich sagen, abgestufte Gleichheit, weil nicht alle Staatsbürgerinnen dieselben Rechte, soziale, politische Rechte genießen, aber tendenziell schaffen Grenzen und Staatsbürgerschaft Gleichheit im Inneren, aber sie wirken auf einer globalen Ebene, in einer globalen Perspektive als zentraler Ungleichheitsmacher. Also jetzt hier ins Bild gerückt durch zwei sehr, sehr, sehr eindrucksvolle Illustrationen, also dass man ja Passports kaufen kann, also wer das Geld hat, kann sich eine Staatsbürgerschaft kaufen. Wir als Österreicherinnen können, ich habe es nicht nachgezählt, aber wahrscheinlich in 150 von 180 Ländern visumsfrei einreisen, während das anderen verweigert wird. Und dann gibt es natürlich auch selektive Mobilitätsmonopole. Wir haben das jetzt in der Covid-Krise ja auch erlebt. Also wenn es nötig ist, dann werden mit staatlicher Unterstützung Erntehelferinnen herangekarrt oder Pflegekräfte, damit wir sozusagen unser Wohlbefinden oder unser Leben weiterleben können.
Das verbinde ich natürlich gleich direkt mit Fragen der internationalen Arbeitsteilung. Also hier werde ich nicht viel dazu sagen. Also ich denke, die Bilder sprechen für sich. Wir sind alle vertraut mittlerweile mit der Tatsache, dass ganz viele Produkte des täglichen Bedarfs, der alltäglichen Nutzung in Ländern des globalen Südens hergestellt werden. Unter Nutzung tendenziell, ich schränke das jetzt ein bisschen ein, ist ein bisschen populistisch hier dargestellt, tendenziell billiger, flexibler und entrechteter Arbeit. Aber wenn man sich das sozusagen auf einer globalen Maßstabsebene anschaut, dann denke ich, kann man das so stehen lassen. Also auch in kapitalintensiven, technologieintensiven Sektoren wird ausgelagert. High-Tech, Low-Wage gilt also auch für die Automobilindustrie, für die Zulieferindustrie in Indien, für die Textilindustrie sowieso, aber eben auch für die IT-Industrie. Also wo eben transnationale Konzerne gewerkschaftlich organisierter und deshalb auch angemessen entlohnter Arbeit ausweichen. Das gilt aber auch für natürliche Ressourcen, wenn Sie da beispielsweise an den landwirtschaftlichen Sektor denken, also landwirtschaftliche Arbeit, Landarbeit ist überall, gehört überall zu den, also überall auf der Welt zu den entrechtetsten Arbeiten, aber ich habe vorher Jason Moore und die Four Chips erwähnt. Also auch hier haben wir beispielsweise, wenn wir an Ölsaaten denken, also an die Produktion von Soja, Mais und anderen Ölsaaten als Tierfutter oder auch als Treibstoff in unseren Tanks, in den Tanks von Autos, wird deutlich, was hier, wie ungleich die Wertverteilung ist. Es gibt so schöne Grafiken, ich will sie damit ja nicht zuschütten und habe es bei diesen Bildern belassen, aber es gibt so schöne Grafiken, wo deutlich wird, wie ungleich die Wertverteilung und Wertaneignung in globalen Güterketten verläuft, also dass sich dann die Markenunternehmen, beispielsweise Apple bei einem iPad oder iPhone, die über die Hälfte des Werts aneignet, also über die Hälfte des Verkaufspreises, des Ladenverkaufspreises landet, über Lizenzen, vielleicht auch über steuerschonende Methoden, Produktionsmethoden, sozusagen bei der Lead-Firm, beim transnationalen Markenkonzern, während ein verschwindend geringer Teil, also in Bezug auf das iPad sind es 1,8%, diese Zahl habe ich mal gemerkt, die dann die Foxconn-Arbeiterinnen in China erhalten. Also das ist gemeint mit ungleicher Wertaneignung. Von Stefan Lessenich ist der Begriff der Externalisierungsgesellschaft, auch dazu muss ich nicht mehr sagen, dass eben negative Effekte, Umweltaspekte ausgelagert werden. Gerade wenn man sich den Rohstoffsektor anschaut, extrem gewaltsam auch, ja, was das Umgehen mit Widerstand betrifft vor Ort und enormen ökologischen Nebenwirkungen und Schäden, die wir, wenn wir diese Produkte hierzulande konsumieren, ja nicht mitbezahlen. Und vielleicht der letzte Punkt, der weniger bekannt ist, es gibt hier auch Zahlen von der Internationalen Arbeitsorganisation, von der ILO, dass sozialer Schutz eigentlich nennenswerterweise nur in Hochlohnländern gegeben ist. Also nur jeder 15. Mensch in Subsahara-Afrika bekommt irgendeine Art von Sozialleistung einmalig oder mehrmals. Also auch das eigentlich eine Geschichte, die nur eine Minderheit im Weltmaßstab genießen kann. Ich komme zum dritten Feld, nämlich zu den Einkommen und zu den Vermögen. Vielleicht ist Ihnen der Begriff des Matthäus-Prinzips bekannt. Wer hat, dem wird gegeben. The winner takes it all. Und das heißt in Bezug auf Einkommen und Vermögen, dass die Oberen davon eilen. Und das betrifft im Nord-Süd-Kontext auf einer globalen Ebene die reichen Länder, die Hocheinkommensländer, also unsere Hemisphäre, während die anderen zurückbleiben. Und das betrifft natürlich auch in jeder einzelnen Gesellschaft die einkommensstarken Schichten, die in der Lage sind, Vermögen zu akkumulieren. Das ist jetzt eine stilisierte Grafik, die Sie hier sehen. Es gibt da auch genauere Oxfam publizierte beispielsweise, also diese transnationale NGO Oxfam mit Stammsitz, glaube ich, in London, gibt ja jedes Jahr im Jänner
den Vermögensbericht heraus, Einkommens- und Vermögensbericht, wo dieses Champagnerglas der ungleichen Einkommensverteilung ganz genau beziffert wird. Aber das gibt Ihnen einen Eindruck davon, also wie ungleich Einkommen auf dieser Welt verteilt sind. Etwas, was sich eben nicht aufeinander zubewegt. Also wir haben hier keine Konvergenz, im Unterschied beispielsweise eben zur Kindersterblichkeit oder zur Lebenserwartung. Also hier geht es massiv auseinander. Und ich zitiere hier Branko Milanovic, ein bekannt gewordener Ökonom der Weltbank, der mit seinem Team Einkommensdaten weltweit vergleichbar gemacht hat. Also wo wir mittlerweile auf recht robustes Material zurückgreifen können. Und er belegt mit seinen Zahlen, dass der maßgebliche Faktor, der die Höhe des Einkommens bestimmt, immer noch das Geburtsland ist, die Herkunftsregion, also dort, wo sie geboren sind. Das ist das Entscheidende, wenn man sich die Weltkarte der Einkommensverteilung anschaut. Das zweite ist die Einkommenssituation der Eltern, also ob sie eine Erbin sind oder ein Erbe, zu 20% und nur zu einem ebenso geringen Teil, also die restlichen 20%, da können sie sich dann auf Glück, Leistung verlassen und Ähnliches, also ihre persönlichen Lebensumstände, die sie auch zum Teil zumindest durch Bildung etc. beeinflussen können. Aber damit wird natürlich deutlich, dass die Einkommensunterschiede zwischen Nord und Süd immer noch enorm groß sind und in absoluten Zahlen seit den 1950er Jahren massiv ansteigen. Das ist vielleicht etwas, was wir uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen, vielleicht nicht in diesem Kreis, aber generell, dass dann für einen armen Haushalt in Ghana oder sonst wo es einfach überlebensnotwendig ist, ein Familienmitglied in den globalen Norden zu schicken und darauf zu hoffen, dass auf diese Weise ein bisschen Geld zurückkommt. Und der zweite Faktor, der führt mich jetzt unmittelbar zum Vermögen, weil nämlich Erben, also die Vererbung von nicht erworbenen, also durch Leistung erworbenen Gütern, der zweitwichtigste Einflussfaktor ist auf das Wohlbefinden, das Wohlergehen, den Wohlstand, den wir genießen. Das ist so eine Weltkarte der Vermögensverteilung, wo ganz klar ist, dass Vermögen im globalen Norden, bei den Haushalten im globalen Norden konzentriert sind. Ich beziehe mich hier auf Daten des Global Wealth Reports. Sie sehen das ganz unten, Credit Suisse. Das ist zwar ein privater Anbieter, ein Finanzdienstleister, aber der beauftragt diese hier namentlich genannten Ökonomen mit einem jährlichen Global Wealth Report. Ein sehr spannendes Dokument, das Sie auch online finden zum Download jedes Jahr. Das sind drei verdiente Ökonomen aus der UN University, UNO Wider, die hier erstmals eben versuchen, also mittlerweile 8 oder 10 Jahre lang auf einer globalen Ebene die Ungleichheit von Vermögen abzubilden. Und dieses Bild hier ist das eindrücklichste, das ich Ihnen zeigen möchte. Es gibt in diesem Report natürlich auch noch alle möglichen anderen Aufzeichnungen. Aber es ist klar, dass die Vermögensbesitzerinnen mehrheitlich im globalen Norden sind, vor allem in den USA und Europa, auch wenn es mittlerweile auch reiche Chinesen gibt, keine Frage. Aber Vermögen, ich glaube, das hat der Frank Adloff in seinem Auftaktvortrag auch gesagt, also Ungleichverteilung sind ungleiche Machtverhältnisse und mit Vermögensbesitz geht Macht einher, Einfluss, kurze Wege zur Macht. Ich kann hier auch einiges erzählen, wie robust Vermögen sind. Also wir haben auch empirische Einsichten, dass zwar Krisen kurzfristig das Vermögen mindern, also wir haben das gesehen nach der Finanzkrise 2008, aber dass sich Vermögen immer wieder sehr schnell erholt. Also die Börsenwerte, die Vermögenswerte sind sehr robust, also die Aktienkurse gehen wieder nach oben. Andere Vermögenswerte, die auf verschiedenen Standbeinen stehen, wie zum Beispiel eben Ersparnisse, Landbesitz, Wohnraumimmobilien, Fuhrpark, Schmuck, was immer Sie da
hineinzählen möchten, verliert nicht immer an Wert. Ganz im Gegenteil, in diesem aktuellen Global Wealth Report ist auch nachzulesen, dass privater Vermögensbesitz in der Covid-Krise nicht gelitten hat. Also gerade in jenen Ländern, wo das BIP oder das Bruttonationaleinkommen massiv eingestürzt ist, findet man denselben Rückgang eben gerade nicht bei den Privatvermögen. Also die halten sich immer sehr gut in der Krise. Auch das ein wichtiger Hinweis, was eben Vermögen uns ermöglichen, nämlich ein gutes Leben. Und ich komme zum letzten Punkt. Das ist einer meiner Lieblingsthemen geworden in den letzten Jahren, weil es hier auch zu einer sehr sprießlichen Zusammenarbeit kommt mittlerweile zwischen Umwelt, Forschung, Leuten, die zu sozialer oder politischer Ökologie arbeiten und der Soziologie. Das ist auch ein Champagnerglas, das es mittlerweile für die ungleiche für die ungleiche Beteiligung an CO2-Emissionen steht. Also nicht nur ein Champagnerglas der ungleichen Verteilung von Einkommen, sondern eben auch für die Verursachung von Umweltgefahren. Und hier sehen Sie auch ganz deutlich, dass also die reichsten 10% der Weltbevölkerung, hier sind wir wieder auf der Ebene der Bevölkerung, also der Haushalte global gesehen, also 10% der reichsten Haushalte verursachen fast die Hälfte der weltweiten CO2-Emissionen. Also es ist ja nicht nur CO2, sondern auch alle möglichen anderen unangenehmen Gase, Methangase etc., also Treibhausgase, die eben die globale Erwärmung verursachen. Und Sie sehen, dass die ärmsten 50% der Weltbevölkerung für nur circa 10% der Emissionen sorgen, unter Anführungszeichen. Also hier eine eklatante Ungleichverteilung. Da gibt es mittlerweile ein verfeinertes Repertoire an Daten und an Darstellungsmöglichkeiten. Also man könnte auch hier jetzt Grafiken zeigen über den ungleichen Materialkonsum. Es gilt generell, je höher die Einkommen, desto höher der Naturverbrauch und damit auch die Emissionen. Das gilt, wie gesagt, auf Länderebene, wenn wir uns das auf der Nord-Süd-Achse anschauen, also reiche Länder und arme Länder, aber eben auch auf der Haushaltsebene. Also unsere reichen Ökonomien konsumieren trotz der Rede von temporärer oder selektiver oder zeitweiliger Entkoppelung von Emissionen und BIP-Wachstum ungeheure Materialmengen. Also wir hatten das ja auch im Eröffnungsvortrag. Also Frank Adloff hat davon gesprochen, dass es wahrscheinlich möglich ist, in einer Steady State, also einer Gesellschaft zu leben, die oder einer Ökonomie, die nicht mehr wächst. Aber der Übergang ist enorm schwierig. So habe ich ihn jedenfalls verstanden und mitgenommen. Und ich stimme ihm hier auch zu, weil unsere Gesellschaften, also so wie wir leben, verbrauchen wir einfach ungeheure Ressourcen, die auch, also wir sagen uns die Berechnungen, auch wenn wir ein Nullwachstum haben, die nächsten, schon jetzt sozusagen ab morgen, wird sich unser Ressourcenkonsum nicht wesentlich vermindern, weil wir eben in so ressourcenintensiven, strukturell in ressourcenintensiven Volkswirtschaften und Gesellschaften leben. Also wenn Sie an das denken, was hier verbaut ist, welche Infrastruktur wir haben, die eine bestimmte Art von Lebensstil bewirkt, strukturell sozusagen nahelegt, ja, jede Autobahn, jede Piste auf jedem Flughafen zieht weiteren Verkehr nach sich. Also das ist wirklich also gar nicht leicht zu machen, sozusagen diese Übergänge zu gestalten. Und wir werden darüber ja vielleicht noch reden. Weil mir dieses Thema so am Herzen liegt, gleich eine zweite Grafik, das ist aber dann auch die letzte, bevor ich zum Schluss komme. Auch aus dem letzten Oxfam-Bericht, der in Zusammenarbeit mit dem Stockholm Environmental Institute entstanden ist. Also Sie sehen hier nämlich auch das Wachstum der Emissionen. Also wir haben es ja nicht mit einer Emissionsreduktion zu tun, wie sie uns die Klimaziele nahelegen, sondern mit einem fortgesetzten Wachstum.
Also in Österreich ganz eklatant. Ja. Die Zahlen kennen Sie vielleicht eher aus den Medien. Und hier sehen Sie, also zum, vielleicht bleiben wir hier bei den kumulativen Emissionen, dass auch hier also dieses reichste 10%, das ist eine andere Darstellung, das reichste 10% der Weltbevölkerung insgesamt 52% der Emissionen verursacht. Ja. Und wenn man sich das Wachstum anschaut, der Treibhausgasemissionen in dieser Zeit hier, in diesen 25 Jahren, dann sieht man auch, dass die maßgeblich dazu beitragen. Wiewohl, und das ist dieser hellgrüne Balken, diese viel besprochenen globalen Mittelschichten in den Emerging Economies, in den Wachstumsökonomien, vor allem in Südostasien, also genau genommen China, hier auch natürlich einiges verursachen. In dem Zusammenhang spricht man dann ja auch von der imperialen Lebensweise, die sich hier auch abbildet in, diesen, in dieser Zahl hier. Ich komme zum Schluss. Das ist meine letzte Folie und dann werde ich mich mit dem Techniker noch weiter austauschen, wie ich auch dann ins Bild rücken kann zu Ihnen. Nämlich, ja, was können wir daraus folgen? Zum einen entstehen zusätzliche Probleme aus diesen überlappenden Ungleichheitsdynamiken, die ich Ihnen vorgestellt habe. Also überlappend meint zum einen natürlich intersektional, also das, um das jetzt plakativ zu bebildern, Schwarze überdurchschnittlich benachteiligt sind und schwarze Frauen noch stärker benachteiligt sind, also das meint intersektional, Race und Gender und Klasse, Klassenherkunft. Aber was ich hier meine, ist vor allem, dass wir in unseren komplexen Gesellschaften Ungleichheit, also mit Ungleichheitsdynamiken in unserem alltäglichen Leben, in unserem Lebensstil konfrontiert sind, der es ja nicht leicht macht, das Richtige zu tun. Also wenn Sie daran denken, dass weiße Mittelschichtsfrauen davon profitieren, dass sie billige Arbeit im Haushalt nutzen können, dass unsere Alten durch billige Arbeit, migrantische Arbeit im Alter versorgt werden, wo wir sozusagen Privilegien genießen, die auf einer strukturellen auf einem strukturellen Ungleichheitsregime basieren. Also das sind jetzt nur zwei Beispiele. Vielleicht fällt Ihnen aus Ihrem persönlichen Leben ein weiteres ein, wenn Sie beispielsweise an Vermögensakkumulation denken. Eigentlich braucht man ja Vermögen nur, wenn das Gemeinwesen unterfinanziert ist. Anders, wir könnten uns ja sonst eben auf den Sozialstaat verlassen. Ich schaue in den Chat. Ah, okay, das war die Gudrun. Danke für die Erinnerung, dass ich dann auch noch schon bald zum Ende kommen sollte. Wie gesagt, man braucht Vermögen ja eigentlich nur, wenn man sich nicht auf sozialstaatliche Leistungen und auf Gemeingüter verlassen kann. Aber vielleicht gehören Sie auch zu denen, die dann sozusagen unfreiwillig akkumulieren und sich dann Gedanken machen, wie sie ihr Geld anlegen oder vielleicht auch eine zweite Wohnung kaufen. Oder wenn Sie die Covid-Krise betrachten, dann merken wir auch den Zug aufs Land zum Zweitwohnsitz, wo man dann diesen unangenehmen Effekten entgehen kann. Aufs Land zu ziehen, zieht aber auch unangenehme Mobilitätsmuster nach sich, wenn man dann an die ökologische Krise denkt und so weiter und so fort. Also das sind einfach Probleme, die wir haben, die strukturell angelegt sind, die eben auch nicht in unserem individuellen Leben unbedingt lösbar sind. Und das zweite Moment, das ist so ein Gedanke, der eigentlich von Marx kommt, aus seiner Krisenanalyse, wo er sagt, Krise zeigt sich dann, wenn sich die einzelnen Momente der Krise gewaltsam spürbar werden, weil sie sich gegeneinander verselbstständigt haben. Und ich finde diesen Gedanken recht wichtig, weil auch wenn wir mit Kapitalvernichtung vielleicht zu tun haben oder mit Kapitalentwertung in manchen Sektoren, dann können sich vielleicht Kapitalkreisläufe wiederherstellen, aber wir lösen mitnichten die ökologische Krise. Und da können wir auch noch, Stichwort Prekaritätskapitalismus, die soziale Krise
hineindenken. Also ich denke, das ist ein wesentliches Element dieser Vielfachkrise oder Polykrise, wie Morin sie auch nennt, dass diese Verselbstständigung gegeneinander, und das macht es auch so schwierig, denke ich, sie zu bearbeiten. Und das ist mein letzter Punkt, dass wir ja vor der Notwendigkeit stehen, dass wir tiefgreifende Veränderungen brauchen, also einen tiefgreifenden zivilisatorischen Wandel brauchen, wie unsere Gesellschaften organisiert sind oder sein sollten, und dass das auch dringlich ist. Also einerseits, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht mehr, einerseits kommt diese Klimakrise und ökologische Ungleichheit in Zeitlupe daher, aber ich glaube, mittlerweile ist es auch gar nicht mehr so. Also wir spüren auch die zeitliche Dringlichkeit natürlich ganz anders, wenn Sie sozusagen on the edge leben in einer Region in China mit Wüstenstürmen oder in einer Küstenregion, wo der Meeresspiegel ansteigt. Aber wenn Sie die Bilder anschauen von den Überschwemmungen in der Bundesrepublik Deutschland, also auch in den Zentrumsländern, spüren wir diese Dringlichkeit. Also Wasserstress ist beispielsweise etwas, was auch die Bundesrepublik Deutschland betrifft, also wie die UN das nennt, ja, dass dann innerhalb von 3 Jahrzehnten es massive Probleme gibt, Teile des Landes mit Grundwasser zu versorgen und damit auch mit Trinkwasser zu versorgen. Also ich glaube, vor diesem Problem stehen wir irgendwie, also diese Dringlichkeit und die notwendige Tiefe des Wandels. Und ich freue mich sehr auf die Diskussion darüber. Ich danke herzlich.